Hallo, ich bin Sophia von den Dogspotters. Der Film Im Prinzip Familie erzählt die Geschichte von 5 Jungs in einer Wohngruppe im ländlichen Raum. Er zeigt professionelle Erziehende, die den Jungs zwischen 7 und 14 Tag für Tag geben wollen, was sie am dringendsten brauchen. Geborgenheit, Orientierung, ein Zuhause. Bei mir sind jetzt der Regisseur Daniel Abmer und der Kameramann Johannes Braus. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch heute. Schön, vielen Dank für die Einladung. Danke. In eurem Film geht es um 5 Kinder bzw. Jugendliche in einer Wohngruppe. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Jemand hat mich mal einen Tag lang durch verschiedene Einrichtungen geführt. Da wusste ich, suche ein neues Filmthema und ich bin ein offener Mensch und da hat gesagt, ich zeige dich mal verschiedene Einrichtungen. Und es war jemand vom Jugendamt. Ja. Und er hat an diesem Tag sind wir gelandet bei das Haus am See, wo wir jetzt letztendlich den Film gedreht haben. Und da war Magie, da ist was ganz Spezielles passiert. Wir kamen an, ich war ganz müde schon und da waren solche tolle Menschen, die da gearbeitet haben. Der Umgebung sah so schön aus, die Kinder waren spannend und interessant. Und da kam dann die Gedanke, vielleicht könnte man hier einen Film machen. Okay. Und wie war das so, als ihr die Protagonisten kennengelernt habt? Na, die haben uns sehr schnell mit offenen Armen empfangen. Also ich habe an dem Tag, wo ich das erste Mal zu Besuch war, abends ein E-Mail bekommen. Und da stand drin, liebe Daniel, wir haben das Gefühl, dass unsere Einrichtung und du, dass ihr gut zusammenpasst. Und du bist, wenn du hier öfter kommen willst, jederzeit willkommen. Ja, be our guest. Und das war der Anfang. Das war quasi ein Handshake. Die haben uns eingeladen und da haben wir dann mit der Recherche angefangen. Ihr erzählt ja sozusagen die Geschichten. Wie oder was war euch dabei besonders wichtig beim Erzählen von den Geschichten der Jugendlichen, aber auch von den Erziehenden? Uns war sehr wichtig beim Machen vom Film, dass wir auf Augenhöhe bleiben, dass wir einen Film machen, weil es sehr sensible Kindergeschichten auch sind. Ein Film wird, der die Kinder, wenn sie auch älter sind, wo sie noch dahinter stehen, wo sie auch nicht in die Probleme kommen durch den Film oder sich unwohl damit fühlen. Das ist natürlich extrem wichtig. So, das war das wichtigste Thema vielleicht, dass wir mit das gesamte Team von Menschen, Jugendamt, ErzieherInnen, KinderpsychologInnen, uns, die Eltern der Kinder, Vormund, alles, das Ganze, alle Menschen, dass wir da zusammen gearbeitet haben an das Konzept vom Film. Was können wir tun, um diesen Schutz für die Kinder zu gewährleisten? Und dieses Zusammenarbeiten am Konzept war immer auf Augenhöhe. Also wir sind sehr offen damit umgegangen miteinander und einander zugehört und zusammen nach Lösungen gesucht und haben jetzt eine Lösung gefunden, die sehr gut wirkt. Ja, stimmt. Der Fokus des Dokumentarfilms liegt ja vor allem bei den Erwachsenen. Warum habt ihr euch genau dafür entschieden? Weil diese Arbeit, die Erwachsenen machen dort in das Haus am See, das ist eine Arbeit, die darüber gibt es noch nicht so viele Filme. Das wird nicht gesehen in der Gesellschaft. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie haben diese Menschen dort auch gewohnt, mehrere Wochen, ohne dass sie deren eigene Familie gesehen haben. Weil Pandemie. Und das weiß niemand. Also diese Arbeit wird nicht gesehen. Es gibt aber einen unglaublichen Bedarf an neuen ErzieherInnen und Erzieher. Weil es ist der zweithöchste, wie nennt man das, Berufsgruppe, wo Menschen fehlen, wo mehr Menschen gebraucht werden in dem Berufsfeld. Das sind die ErzieherInnen. Also es wird Nachwuchs gebraucht. Und das war auch eine Idee von dem Film, lass uns versuchen, einen Film zu machen, der auch motiviert, um in diesem ganz wahnsinnig wichtigen und sehr tollen Beruf zu arbeiten. Das ist sehr interessant. Und ihr habt die Wohngruppe ja über mehrere Jahre begleitet. Also habt ihr bestimmt viel dort mitbekommen. Wie habt ihr entschieden, was gefilmt wird, beziehungsweise auch was dann am Schluss in den Film kommt? Also genau, die reine Drehzeit war ungefähr ein Jahr plus noch mal einen bisschen abgesetzten, separaten, ich nenne ihn mal Recherchedreh oder Teaserdreh hieß das damals. Und die Entscheidung, was gedreht wird, ist aus meiner Perspektive erstmal, wir drehen eigentlich alles. Und man merkt aber auch in bestimmten Situationen, Szenerien, dass es vielleicht sich in eine inhaltlich andere Richtung entwickelt, als wie wir sie vielleicht tatsächlich erzählen wollen. Und dann kann man sich wieder ein bisschen zurückziehen und wieder Energie tanken, weil diese Arbeit natürlich auch ein gewisses Energielevel braucht und dass das nicht abbricht halt so.
Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo man mal merkt, dass vielleicht auch die Menschen, mit denen wir dort vor Ort arbeiten, auch sagen, das ist uns auch gerade mal zu viel. Und auch dann die Entscheidung, das hast du ja vorhin schon so ein bisschen angekündigt, diese Augenhöhe, dass wir dann auch, dass sie uns auch vertrauen können, dass wenn sie was nicht wollen, dass wir dann auch uns zurückziehen. Aber generell waren wir, wenn wir vor Ort waren, die ganze Zeit präsent und immer in dem Modus oder auch der Bereitschaft, es könnte jeden Augenblick etwas anfangen, eine Geschichte, die wir verfolgen wollen. Und vielleicht ergänzend, die Kinder konnten immer Nein sagen. Auch wieder Thema Augenhöhe. Es war verabredet und es ist auch passiert, dass Kinder sich unwohl gefühlt haben in bestimmten Momenten, dass wir dabei waren mit als Kamerateam. Und dann wurde Nein gesagt, ich will jetzt nicht. Oder ne, der Tür ging zu vom Kinderzimmer. Ich habe keinen Bock, auch nicht auf Kamera gerade. Aber der Tür ging dann nach einer Weile ne, auch wieder offen. Und dann dürften wir wieder weitermachen und wieder weiterfilmen. Okay. Wenn wir jetzt schon bei Kindern sind, wie genau warst du mit den Kindern dort zu arbeiten? Und welche Herausforderung bringt es vielleicht mit sich, an einem so intimen Ort zu drehen? Eine haben wir schon genannt eigentlich. Vielleicht, was jetzt nachhinein, jetzt wo der Film fertig ist, war das sehr spannend, den Kindern natürlich den Film zu zeigen. Und da, das war interessant, da wohnen ja 5 Kinder. Aber im Film sind 2 Kinder, die ein bisschen die Hauptrolle, nenne ich es jetzt mal, haben. Und die anderen Kinder, da gab es also 2 Kinder, die ein bisschen weniger im Film vorkommen. Und die waren schon ein bisschen enttäuscht von warum sind wir so wenig im Film. Und da müssten wir die Verabredung machen, dass wir auch mal einen Film über den machen, wo die dann die Hauptrolle haben. Also das wurde uns so gespiegelt durch die Erzieherinnen, die hier zu Besuch waren, auch bei Doc Leipzig. Die haben gesagt, das muss jetzt passieren. Also nächster Film steht. Weil du gefragt hast, wie die Zusammenarbeit war, dass natürlich von den Kindern auch eine riesige Neugierde für das Filmequipment ausging und sie einfach wirklich sehr oft dann doch auch mal durch die Kamera gucken wollten oder die Angel halten wollten oder sowas. Und das bringt aber auch gleichzeitig ein schönes Zusammenwachsen, weil man einfach miteinander arbeiten kann. Also wir haben mit den Kindern ganz am Anfang vom Projekt und auch zwischendurch immer wieder so einen kleinen medienpädagogischen Workshop gemacht, wo sie einfach mal selbst filmen dürften, selbst mal Ton angeln dürften. Und genau das ist dann öfter beim Dreh passiert, genau wie Johannes gerade sagt, die wollten öfter mal kurz die Kamera wieder anfassen oder mal, darf ich mal wieder angeln, darf ich mal wieder hören, was das, wie das ist. Und das ist natürlich schön. Gleichzeitig hat zum Beispiel unsere Tonfrau Alexandra Prat hat es hingekriegt, während sie geangelt hat mit Kopfhörer, also braucht man schon 2 Hände, um quasi Kinder, die dann, Frau Prat, darf ich mal, um dann denen deutlich zu machen, nee, wir sind am Drehen. Ja. Okay, dann habe ich noch eine Frage zum Schluss und zwar, habt ihr aus der Arbeit an dem Film persönlich auch was mitgenommen? Also ich ganz doll. Ich bin während der Dreharbeiten Papa geworden und war natürlich total stark in dem Prozess drin. Wie ist das, wenn Kindern das Zuhause, ich nehme mal das Wort, wegbricht oder es vielleicht nicht so stabil ist? Und das hat ganz stark in mir selber gearbeitet. Also für mich war das eine totale Bereicherung, damit zu gehen. Und spätestens gestern bei diesem wahnsinnig tollen, besonderen Format Doc im Knast, als dann aus dem Publikum ein Häftling sagte zu Frau Wagner und Herr Wagner, danke, dass ihr auf diese Kinder aufpasst. Das ist vielleicht das, was ich mitgenommen habe, dass wir alle irgendwie einfach gucken müssen, dass es unseren Kindern gut geht. Ich habe vielleicht durch den Film ein bisschen Familie dazu bekommen. Also Herr und Frau Wagner, die Protagonistinnen vom Film, haben uns gesagt, dass wir so ein bisschen wie Onkels und Tanten geworden sind für die Kinder. Wir sind ja auch schon 5, 6 Jahre da gewesen. Und das war für mich etwas, was ich jetzt mitnehme. Und ich bin schon eingeladen für die nächste Weihnachtsfeier und ich freue mich total drauf. Das ist toll. Ja. Dann vielen Dank für das Interview und dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns einen kleinen Einblick in die Produktion von Im Prinzip Familie zu geben. Vielen Dank euch.